Hallo zusammen. Oder hallo YouTube. Ja, schweinemäßiges Glück. So schmal ist der Zahnriemen eigentlich nicht. Wir sehen hinten, wo die Rollen belastet wurden und wo nicht. Ja, hier ist ein neuer Zahnriemen reingekommen. Aber irgendeiner hat hier einen gravierenden Einbaufehler gemacht. Und jetzt sieht man, dass der ganze Zahnriemen aufgedröselt hier drin liegt. Schick, oder? Sind also nicht, der ist nicht der erste Zahnriemen, definitiv nicht, weil die Rollen hier sind neu. Haben nicht mehr diese. Die Rolle müsste jetzt praktisch die Plastikrolle sein, ne? Hat er nicht. Was für ein Glück. Wenn wir den Motor jetzt eingebaut hätten, also mit dem Zahnriemen. Einbaufehler, ganz schlichter Einbaufehler. Da habe ich dann auch keine Fragen mehr zu. Der ist noch halb so breit. Ja, bin ich gerade ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Wir sind mit dem Auto gefahren. Da hätten wir echt Spaß mitgekriegt. Das, ja. Ich stehe da jetzt gerade vorm Rätsel, wie der Wagen noch laufen konnte. Sehr kollegial von ihm. Nicht komplett in den Nirvana zu knallen. Halbe Länge noch, halbe Breite noch. So eben. Er ist nach außen gelaufen. Wie gesagt, Einbaufehler. Eine von den beiden Rollen hier ist schief. Dann wandert der Zahnriemen nach außen. Dieses Zahnrad gibt es mittlerweile mit einem Käfig drumherum, dass das nicht passiert, falls hier oben das Lager. Ja, ich, wie gesagt, habe keine großartigen Fragen mehr. Das baue ich auseinander und werde mir das als schlechtes Beispiel, also als richtig schlechtes Beispiel einrahmen. Gott sei Dank habe ich mich dazu entschlossen, den Zahnriemen neu zu machen. Da hätten wir Spaß gekriegt, alter Schwede. So, das ist der Einbaufehler. Die Spannrolle hier bekommt 11 Newtonmeter. 11. Ne? 15 ursprünglich. Und dann hat Land Rover nachgebessert per technischer Beschreibung auf 11 Newtonmeter. Und das Ding hier ist bis hinten hin angekloppt. Und dann passiert das hier. Der will dann weg. Ja, herzlichen Kühlschrank. Wie man hier sieht, machen wir gerade einen Zahnriemenwechsel mit der Sprühdose. Ja. Das passiert, wenn Mechaniker, und wir erleben das ständig, wirklich ernsthaft ständig, dass Mechaniker oder Werkstätten so lustlos und teilweise wirklich mit Abscheu diese Fahrzeuge, ja, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, abwerten, und wenn sie die zur Reparatur annehmen, kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Das, was ich hier gerade rausspüle, ist der Zahnriemen. Keine Ahnung vom Anzugsdrehmoment, da ballert er das Ding einfach bis hinten hin an. Ist doch da klar, dass der Riemen rauswandert. Ja, das ist alles der Zahnriemen. Und hier ist noch irgendwie ein Stück Blech, was da drin war. Leute, was ist denn los? Ich hoffe, mir sagt noch jemand, was für eine Werkstatt das war. Der kriegt von mir mal einen netten Text per E-Mail. Das war pure Absicht, das Auto zu vernichten. Das passte ihm nicht, wie das Auto aussah, es gefiel ihm oder gefiel ihm nicht, keine Ahnung. Alter Schwede, hier schwemmt sich ein kompletter Zahnriemen raus. Hier ist schon das erste. Wie gesagt, der war nur noch halb so breit. Gott sei Dank. Habe ich gesagt, okay,
Jetzt ist der Motor einmal draußen. Wir machen den Zahnriemen neu. Der wäre uns um die Ohren geflogen. Überall. Und ich kann die Räder jetzt nicht losmachen. Ja, überall kommt die Scheiße da rausgeflossen. Das ist jetzt die zweite Dose, die ich da reinballer. Jetzt nehme ich erstmal Druckluft. Und müsste das Ding. Jetzt mache ich noch eine Spülung mit Rostlöser. Sehr ölhaltig. MOS-2-Öl. Damit löse ich die restlichen Dinge an, die hier noch drin rumschwimmen. Aber so langsam wird das Gehäuse mal sauber. Wie gesagt, das waren alles Reste von dem Zahnriemen. Ich schreie schon wieder, weil der cooler Effekt, wenn der Kompressor aufhört. Ja, das ist ganz unterirdische Arbeit. So, das lassen wir jetzt ein bisschen einwirken. So eine Zigarettenlänge. Ist der Rostlöser, der reinigt übrigens im Übrigen auch ganz gut. Andere Dinge. Ja, und wie es vorher ausgesehen hat, das war ja komplett schwarz. Der ganze Zahnriemen war da drin verteilt. Der liegt jetzt hier unten drin. Das ist komplett das Gewebe von dem Zahnriemen, inklusive der Glasfaserverstärkung. Alles zerrieben. Hier ist irgendein Metallteil wahrscheinlich reingefallen oder sowas in der Richtung. Das interessierte den offensichtlich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, was es sein soll. Zum Auto gehört es irgendwie im augenscheinlich nicht. Ich meine, der Wagen sah schon recht kultig aus. Ne? Also manche Leute machen vor lauter Neid die blödesten Sachen. Vielleicht konnte er sich so ein Auto nicht leisten. Und hat es dann einfach mal kaputt gemacht. Es gibt solche Leute. Den O-Ring mache ich gleich mal eben neu. Und den Wellendichtring hier wollte ich mir jetzt einmal angucken. Aber der sieht gut aus. Der ist Gott sei Dank mehrfach wiederverwendbar. Den mache ich jetzt separat sauber. Die Wellenscheibe. Den O-Ring hier habe ich neu da. Der ist auch neu reingekommen. Ne? Der hat den kompletten Zahnriemenwechsel gemacht und dann vor lauter, was weiß ich, Blödheit das Ding so angeballert, dass er kaputt gehen musste. Das war pure Absicht. Ja, darüber könnte ich mich 3 Stunden lang aufregen. Das lasse ich jetzt aber sein. Ich lasse es einwirken. Bis später. So, jetzt haben wir noch was Tolles entdeckt. Gott sei Dank haben wir das Ding runtergenommen. Gott sei Dank. Trotzdem es regnet, schönen Dank nach oben. Seht ihr dieses Loch? Da läuft normalerweise der Simmerring von der Kurbelwelle drin. Muss aber eigentlich so aussehen. Das ist das Lager für den Simmerring. Einmal komplett weggefräst. Hier sitzt der Simmerring drin. Hier wird er durchfallen. Hammer, ne? So, ich denke, jetzt kann sich das wieder sehen lassen. Im Gegensatz zu vorher. Ich habe dann mal den ganzen halben Zahnriemen da draußen rausgesprüht. Alter Schwede, das war reichlich. Ja, jetzt sieht das wieder einigermaßen gut aus.
Ich habe auch die neuen Spannrollen reingesetzt. Leider ist noch kein neues Zahnriemenrad unten auf der Kurbelwelle. Aber mein Gott, wenn man nicht völlig verblödet ist, dann haut er auch nicht nach vorne ab. Ja. Der ist übrigens wirklich nur noch halb so dick wie der da. Nett, oder? Ja, das Problem ist, wenn man die zu stark anballert, also zu viel Spannung drauf gibt, kippt die Rolle. Und ja, der wandert immer weiter nach außen und fräst sich draußen kaputt. Und wie ich gerade gezeigt habe, hat er den Simmerring gleich auch noch mit rausgeschossen und hat den auch noch mit weggefräst. Ja, manche Leute hat echt nur Singen und Klatschen in der Ausbildung. Oder nur gefegt. Das kann auch sein. Ich meine, ich habe auch viel gefegt. Ich habe die ganze Halle gefegt. Im ersten Lehrjahr war ich und der Besen, wir waren Bros. Also, ne? Wir waren die absoluten, das Traumteam, der Besen und ich. Aber, ne? Nee, das geht gar nicht, was der Typ hier gemacht hat. Alter Falter. Der ist wahrscheinlich übers Fegen nicht hinausgekommen. So, die ist jetzt, ne? Die Spannrolle ist frei. Da oben in den Vierkant wird dann praktisch die Verlängerung reingesteckt. Der Drehmomentschlüssel auf 12 Newtonmeter. 12. Dann rüber gedrückt und hier unten wird dann festgeschraubt. Nur 12 oder 11 Newtonmeter. Mehr nicht. Mehr braucht dieser Zahnriemen nicht an Spannung. Ja. Das ist echtes Talent. Ja. Der Stirndeckel ist natürlich jetzt Fratze. Und nicht billig, möchte ich dazu sagen. Diese Steuergehäuseteile, die genauso wie der Träger der Wasserpumpe, Lichtmaschine etc., die kosten ein Heidengeld. Die gehen auch normalerweise nicht kaputt. Die fehlenden Schrauben, die ich festgestellt hatte, haben nicht gefehlt. Doch, die haben gefehlt, aber die Winde waren nicht kaputt. Ich habe ja vermutet, dass die Gewinde kaputt sind. Nein. Er hat einfach die Schrauben nicht reingedreht. Wahrscheinlich verbaselt. Ja. Das macht Freude, wenn man so eine Werkstatt hat. Ich weiß in Kürze, was für eine Werkstatt das ist. Ich habe dem Verkäufer habe ich das rübergeschickt und der ist begeistert. Okay, ich mach mal weiter. So, wie man sieht, Zahnriemen ist drauf. Spannung ist optimal. Alle Rollen sind neu. Naja, das dann nicht, ne? Als Spannrollen. Beide die neuen genommen. Steht alles super auf OT. Hier sieht man das Loch, wo der Bohrer normalerweise reinkommt. Oder der Absteckstift. Hier steht es sehr gut. Hier unten, das sieht man von hier vielleicht besser. Da ist eine Kerbe in der Scheibe. Da, der Pfeil steht genau drauf. Also so, zweimal durchgedreht, nochmal nachgespannt, beziehungsweise die ganze Geschichte. Tja. Sehr eigenartig. Schauen wir mal, was da passiert. Wie gesagt, bei 50.000 Kilometer werde ich nochmal nachgucken. Und dann werde ich sehen. Ich glaube, alle 80 oder 90.000 oder sowas in der Richtung muss der gemacht werden. Ich werde das einfach verkürzen auf die Hälfte. Ich gucke nach, dann werde ich die Hälfte nehmen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Dann sehen wir's. Okay. Ich baue den Scheiß jetzt zusammen und dann holen wir gleich den blauen hier rein. Ja, moin zusammen. Ja, bin schon fleißig am Arbeiten. Hier ist keine Feder mehr da, kein Stoßdämpfer. Den Panhardtstab habe ich rausgenommen. Auch keine Minute zu früh, der war auch schon ganz schön wackelig, muss ich sagen. Der Wagen muss im Juni zum TÜV. Deswegen ist das schon ganz praktisch. So, jetzt kann man unterm Federteller sauber machen. Genauso wie hier, wo man vorher überhaupt nicht dran gekommen ist, ne? Da werde ich jetzt mal sehr, 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 sehr gründlich bürsten. Elektrisch natürlich. Ja, den muss ich noch wegflexen. Der Stoßdämpfer ging überhaupt nicht raus. So gar nicht. Ja, auch der Federteller.
Den werde ich jetzt einmal komplett bearbeiten, dass er blank ist, und dann machen wir das nochmal schön. Ja, sieht bescheiden aus, bleibt aber nicht so. Ja, bei der Restauration bzw. beim Durchschweißen des Fahrzeugs kam man natürlich jetzt hier nicht dran, da habe ich das Fahrwerk jetzt nicht ausgebaut. Aber jetzt, ich habe da schon ein bisschen weggekratzt, man sieht's. Da darf dann doch mal entrostet werden. Hilfe. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, der grobe Rost ist jetzt komplett weg. Klar, alles kommt man nicht, bekommt man nicht weg. Da werde ich jetzt gleich noch mit der Handbürste ein bisschen nacharbeiten. Aber ich denke, sieht schon ganz gut aus. Ich überlege gerade, mit Rostumwandler zu arbeiten. Schwierig wird das Ganze wieder abzuwaschen. Oben drauf ist natürlich blank, aber hier jetzt bis runter alles bearbeitet. Gut, die Rostgrundierung, die ich habe, arbeitet auch auf Rost. Aber das arbeitet natürlich hier drin, ne? Das ist blöd. Ah, ich werde noch mal ein bisschen nachschleifen, glaube ich. Ja. Ansonsten, der Teller, den hole ich gleich noch raus. Der wird draußen entrostet, lackiert und dann wieder eingebaut. Ja, ist vielleicht effektiver. Ansonsten sieht es gut aus. Ja. Hier die Ecke habe ich dann auch noch mal eben gemacht. Nur weil man Autos baut, heißt es übrigens nicht, dass man schweißen können muss. Offensichtlich. Alter Schwede. Da hat einer mal so richtig gebraten. Ja, das sieht hier oben noch ein bisschen übel aus, aber das ist, glaube ich, Schlamm. Nee, natürlich nicht. Ja, ich befürchte, der Rostumwandler kommt immer näher. Damit das ein bisschen länger hält. Tja, wenn man es einmal vernünftig machen will, dann halt vernünftig, ne? Ja, ich habe ihn erstmal abgeschliffen und mal geschaut, ob da irgendwie großartig Handlungsbedarf ist, aber nö. Oberflächenrost. Ja, das kann mein Rostprimer auch so. Dann brauche ich diese Mistschrauben hier nicht rauswürgen, die sind nämlich alles andere als witzig. Hier unten drunter verschraubt. Ja. Tja. Ich möchte ja irgendwann auch mal weiterkommen und wie gesagt, einen wesentlichen Vorteil hat das Ganze nicht. Von daher. Ja. Natürlich müsste die Schraube auch aufflexen. Komplett. Naja, hatte ich ja gerade schon gezeigt. Ja. Deswegen werde ich das alles gleich mal ein bisschen sorgfältiger zusammenbauen, damit das in Zukunft nicht mehr passiert. Ja. Okay, ich schmeiße nicht mal die Lackierpistole, deswegen werde ich auch nicht filmen. Ja. Sonst ist die Kamera gleich rot. Oh, ich denke, das kann sich erstmal sehen lassen. Ja. Muss die Bremsleitung natürlich noch abschleifen. Ich habe keine Lust gehabt, das kleine Mistding jetzt abzukleben. Da ist die Federaufnahme. Ja, kommt gleich sowieso noch Lack drüber. Von daher, das ist nicht so wahnsinnig aufregend. Ich warte noch aufs komplette Ablüften. Ja, dann ist die Seite schon mal erledigt. Das Drüberspritzen ist jetzt übrigens nicht schlimm, weil da kommt gleich Chassislack in Schwarz drauf. Ja, das gleiche in Grün, was eh schon auf dem Rahmen und hier unten drauf ist, überall. Ja, so habe ich ein bisschen mehr Rost geschützt. Und da drüben bin ich auch schon ein bisschen weiter. Den Stoßdämpfer habe ich immer noch nicht draußen. Fällt mir gerade mal so auf. Wie blöd. So, wir haben schon mitten in der Nacht.
denke, das sollte ganz gut aussehen. Wie gesagt, da kommt jetzt Chassis-Lack drüber. Ich überlege gerade, ob ich eine zweite Schicht drüber setzen soll. Aber ist eigentlich ganz gut reingeflossen, muss ich sagen. Hier ist so eine Fuge. Auf beiden Seiten ist die. Gucken, wie es unten aussieht. Auch das geht eigentlich. Ja, da gleich noch ein bisschen. Ja, ich denke, eine Schicht können wir hier noch drauf machen. Hier sieht es gut aus. Also wie gesagt, die losen Rostplatten müssen weg. Aber ansonsten ist das Zeug recht pflegeleicht. Geht. Also ich habe schon auf Rost ausprobiert. Und es passiert wirklich nichts mehr. Das ist wirklich echt gut. Also Flächenrost. Es passiert nichts. Wirklich nicht. Diese Lampe bleibt nirgendwo stehen. Ja, also bei Flächenrost passiert wirklich nichts. Draußen liegt ein Testblech. Das liegt da jetzt seit 2 Jahren. Nichts passiert. Gar nichts. Ja. Nee, bis jetzt sieht's gut aus. Muss die Pistole aber nochmal anders einstellen. Ein bisschen zentraler sprühen. Das ist ein bisschen zu viel Nebel. Wie gesagt, das Zeug nebelt echt wenig, ne? Ich habe hier wirklich mit der Pistole lackiert. Aber es könnte vielleicht noch ein bisschen weniger sein. Ja. Okay. Ich würde sagen, das lasse ich mal durchtrocknen und ich würde sagen, bis morgen. So, nächster Tag. Hier ist der Chassis-Lack. Gerade nochmal geschüttelt. Steht schon ein bisschen länger rum. Das ist der hier. Lässt sich mit Verdünnung verdünnen und deswegen wird er gleich sehr, sehr vorsichtig, ne, mit der kleinsten Einstellung mit der Lackierpistole verarbeitet. Ich werde nicht wahnsinnig verdünnen. Ich hätte schon gerne ein bisschen mehr Auftrag, aber naja, wir werden sehen, ne? Okay, ich fülle das mal auf. So, hier wird jetzt abgelüftet. Erstmal schwarz als Finish, weil ich habe den Originallack nicht. Und es ist gerade in Sachen Brexit und so weiter. Quatsch, Brexit. Ist gerade etwas schwierig, den Lack zu bekommen. Das steht hier eigentlich irgendwo drauf. Irgendwo steht das hier. Was für ein, ja, 588. Ich habe so eine ähnliche Farbe, aber die sieht echt verboten aus. Die Seite da hinten mache ich jetzt im Moment noch nicht, weil die muss ich austupfen. Das funktioniert nicht. Hier vorne die Bremsleitung kann ich ein bisschen abschleifen. Beziehungsweise da ist ein Schlauch drüber. Ja, hier ist so ein Kantenschutz drüber. Da ist das ziemlich glatte. Aber da hinten, ja, da muss ich wohl pinseln. Aber ansonsten sieht das Ding ganz gut aus. Die Federteller. Auf beiden Seiten auch gemacht. Ja, eingebaut wird das Ganze sowieso mit reichlich Fett. Ich werde jetzt gleich mal die Federn umrüsten mit diesen Gummis. Sollte eigentlich nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Das sind die Dinger. Interessanterweise sind übrigens die Originalfedern länger. Aber die kann ich mit der Hand drücken. Die hier nicht. Ja, das ist halt die Geschichte mit der höheren Last, die sie aushalten. Ja, Fett wird jetzt eine große Rolle spielen. Die Stoßdämpferdome werde ich ordentlich innen mit Fett ausstreichen. Die Kontaktflächen zur Karosserie, Fett logischerweise.
Ja, dann die Federn. Oben kommen die Gummis drauf. Ja. Unten werde ich auch mit reichlich Fett einsetzen. Die Gewinde der Stoßdämpfer werde ich mit wahrscheinlich mit Kupferpaste. Ich werde es mal ausprobieren. War ein Tipp. Werde ich mit Kupferpaste vollstreichen. Jetzt sehe ich den Unterschied. Die sind wesentlich dünner. Bleiben sie immer vor besser. Das ist eine Heckfeder. Ja. Ich werde es sehen, ne? Okay. Ich werde mal die Gummis montieren, mal langsam alles vorbereiten. Hier wird noch vor sich hingetrocknet. So wahnsinnig schnell ist der Lack nicht. Weil ohne Härter, eine Komponente. Das dauert ein bisschen. Aber wir haben ja noch genug zu tun hier. So. Nun zeige ich, wie man in der Werkstatt mit einem Gasbrenner ein Süppchen kocht. Kann man nur nicht essen. Das ist ATF. Ich hatte noch was von Mercedes übrig. Und Fett. Ne? Daraus machen wir jetzt Rostschutz. Wenn man eine Metallbecherpistole hat, also für Hohlräume, geht das auch ganz gut. Dann wird es spritzbar. Na, ich stelle es mal auf den Ofen. Ich glaube, das wird effektiver hier. Oder hier ist ja was zum Kochen. Mal gucken, vielleicht funktioniert das besser. Ja, dann brauche ich das Gas nicht verballern. Der Ofen läuft eh gerade, weil es mal wieder am Regnen ist. Ja, man sieht es auch, alles nass. Ja. Das nervt das Wetter, ne? Ja, es brennt. Okay, das dauert wohl offensichtlich ein bisschen. Bis später. Ja. Jetzt wird daraus langsam eine homogene Masse. Schön streichfähig, wie man sieht. Ja, auf dem Pinsel war auch noch Öl. Ja. Jetzt hat sich ATF-Öl und das Fett verbunden. Das kommt jetzt oben in die Federaufnahmen und unten in die Federaufnahmen. Die werden damit gestrichen, dann kommen die Federn da drauf. Ja, ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ist der Topf jetzt heiß? Nein, ist er nicht, Gott sei Dank. Ja. So, am Auto. Ach ja. Echt. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es dem Lack geht. Dem geht's gut. Ja, ordentlich drauf. Schön weit rein. Da kommen wir hinterher nämlich nicht mehr dran, weil die Feder davor sitzt. Wie gesagt, ordentlich. Noch gleich gegen Steinschläge, da bleiben sie nämlich drin stecken. Der ganze Kram hat diesen Patient gekostet, ganz im Gegensatz zu manchen Markenprodukten, die gerne 100 mal runtergebetet werden. Kann mich auch zu Tode kaufen an irgendwelchen, wie gesagt, Markenprodukten. Bringt aber nichts, weil das Zeug hier ist auf Jahrzehnte dauerelastisch.
Von daher die bessere Wahl. Ich habe schon, wie gesagt, einiges ausprobiert, aber ich hatte mal einen Manta. Oh, hier oben auf die Aufnahme, da kommt ja der Dom drauf. Da kommt natürlich auch Fett drunter. Ordentlich. Oder sagen wir mal noch ordentlicher. Kann gerne rausquellen. Ist kein großartig schmieriges Zeug. Beziehungsweise von der Optik her auf schwarz geht's. Naja. Wer guckt jeden Tag seine Federaufnahmen an? Das frage ich mich. Ich nicht. Ja. Hier sitzt die Feder drin. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn das kalt geworden ist und ausgehärtet ist, spült das Wasser das auch nicht mehr weg. Wenn man eine Wasserdurchfahrt macht. Schon sehr praktisch. Der ganze Kollege kriegt einen ab hier. Ist halt das Problem, dass man da nicht mehr so gut drankommt. Und jedes Mal, wenn es warm wird, kriege ich das in Hohlräume. Das ist das Gute. Wenn hier irgendwo noch Fugen sein sollten, die ich jetzt nicht gesehen habe, aber wenn sie doch sein sollten, mal einmal hochgucken. Da hinten könnten wir noch ein bisschen. Da, da. Das Schwarze ist mehr oder weniger nur Schmuck. Also, wenn hier drinnen nicht alles voll schwarz ist, ist mir das jetzt auch egal. Ja. Ja, das sieht doch schon lecker aus. Ja, wie gesagt, da kommen die Gummiteller noch drauf. Beziehungsweise die Gummiteller stecken schon oben auf den Federn. Die sind auch mit Fett gefüllt, und zwar Fett, welches Gummi nicht angreift. Haftschmierfett nennt man das. Kommt aus der Sprühdose. Ja. Damit wäre die Geschichte hier schon mal versiegelt. Da kommt jetzt die Feder rein. So. Wir haben fertig. Ich denke, das lässt sich ganz gut sehen, muss ich sagen. Gefällt mir. Die Seite auch. Ja. Ja, ich denke, wir können jetzt mal gucken, dass wir die Achse gleich ein bisschen ablassen. Ach, ablassen, hochpumpen. Wir müssen den Panhardstab ja noch einhängen. Die hängt jetzt etwas tiefer, als sie eigentlich könnte. Deswegen kriege ich den Stoßdämpfer da unten noch nicht festgeschraubt. Ja, aber ansonsten schick. Ja, hier das gleiche in grün. Okay, schwarz-gelb. Jetzt habe ich mir als Dortmunder geoutet, Mist. Ja. Hier sind die Gummis. Ja, wenn es gleich alles zusammen ist, werden wir sehen. Alles schön mit Fett eingestrichen. Da sollte man echt vergessen, das mit der Hohlraumversiegelung, mit Wachs oder sowas in der Richtung. Teile, die so beansprucht werden, wo ständig Steine gegen knallen, lieber Fett nehmen. Die Steine bleiben im Fett hängen. Ja. Es schlägt kaum durch. Ja. Bei Antidröhnmasse / unter Bodenschutz. Ja. Ich habe auch schon Raptor platzen sehen, also von daher. Ne? Ich denke, die kleine Teilrestauration hier vorne ist ganz gut gelungen.
Das mit dem schwarzen hier in der Ecke. Ich habe einfach den Lack gerade nicht. Ne? Kann ich aber noch drüber grundieren. Der Lack ist da sehr freundlich. Drüber grundieren und dann nochmal, wenn ich die Dose habe, kann ich den nochmal auslackieren. Dann werde ich auch den Rest da hinten machen. Da muss ich wahrhaftig echt mal die Bremsleitung rausnehmen. Ja, bleibt nicht aus. Bis dahin wird das mit Fett überzogen, dass es nicht weiter rostet. Das ist, sieht übrigens jetzt seit 2 Jahren so aus. Ne? Das hat sich nicht bewegt. Da kommt regelmäßig Fett drauf. Meistens, wenn ich hier vorne ein bisschen Wartung mache, nehme ich das Sprühfett und haue das da auch noch rein. Und also da in die Ecke. Die Restdose entleere ich meistens hier auf dem Stoßdämpferdom. Dann passiert da nichts. Also wie gesagt, der Rost rostet nicht weiter. Ist genau die gleiche Geschichte wie hier unten. Ja, sieht rostig aus, aber die Löcher sind exakt 2 Jahre alt und genauso groß. Ich habe im Messschieber nachgemessen. Es rostet nicht weiter. Fett. Ja, das ist die einzige Stelle an dem Auto, die ich nicht geschweißt habe. Absichtlich. Weil eigentlich soll der Kasten hier unten raus. Und da kommt eine Kiste drunter. Ja. Die mit einem sogenannten Geheimfach versehen ist. Naja, Geheimfach ist auch gut. Bis hierhin sitzt ja der Kühler. Nicht wahr? So. Und hier drunter gibt es eine Kiste. Hier werde ich die nötigsten Werkzeuge etc. Einbauen. Beziehungsweise reinsetzen. Also dieses Teil, was man jetzt da sieht, kommt komplett weg. Und da kommt eine Werkzeugkiste drunter. Ne, für die wichtigsten Sachen. Eine Zange, ein Wechselschraubendreher. Falls man mal wirklich alles vergisst, dass da noch das Nötigste drin ist. Mit Pannenspray und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, die soll auch wasserdicht werden. Ich warte noch auf den Kollegen, der mir das aus Edelstahl anfertigt. Soll wickgeschweißt werden, damit es wirklich dicht ist. Und dann kommt dieses komplette Knie da unten raus, was vorne bis zur Wand geht, und da wird das eingenietet. Hm. Wird also quasi hier weggeschnitten. Dieses Teil endet dann genau auf der Kiste. Genau. Und dann geht die bis hier vorne und ist von unten erreicht, weil der Wagen ist hoch genug. Hm. Könnte man auch ein paar andere Sachen drin unterbringen. Ich überlege, ob ich da nicht wasserdicht Relais drin unterbringen soll oder so. Zusatzscheinwerfer und so weiter. Weil Relais einfach so bei einem Auto, was gelegentlich unter Wasser fährt, blöd. Okay. Ich werde mal weitermachen. Ja, hallo. So, jetzt haben wir richtig Gas gegeben. Der Panhardt-Stab ist drin. Der alte liegt da drunter. Mal zum Vergleich daneben gelegt. Also der mit den Polybushes. Polyurethanlager. Ja. Ja. Keine selbstsichernden, sondern alte Schule, normale Muttern und Sprengringe. Ach, Sprengringe. Hier, Federunterlegscheiben. Ja, wie sieht's hier aus? Huch. So sieht's hier aus. Hier unten drunter. Logisch, das gleiche in grün. Die Federn. Hier oben alles eingefettet. Die neuen Ringe. Revolverringe nennen die sich übrigens. Muss man nachfragen, ob ich dafür einen Waffenschein brauche. Man weiß ja nie. Mittlerweile braucht man ja von der Gabel einen Waffenschein. Ja, ansonsten. Es wird noch ein bisschen vor sich hin trocknen. Es hat jetzt gerade ein bisschen Tau aufgenommen. Ja. Ja, sieht alles im Allgemeinen gut aus. Wir kommen also sehr gut weiter. Das bedeutet, morgen steht er wieder auf seinen eigenen Rädern. Und der Motor kommt rein. Ob das jetzt morgen passiert, weiß ich nicht. Aber wir sind dran. Nah dran. Ja, so ist das. Okay,
Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Na, wenn ihr das Video seht, ist das Wochenende eh quasi vorbei. Also von daher eine schöne neue Woche. Und lasst euch nicht ärgern. So sieht das hier gerade aus. Der war wieder sehr hilfreich. Ich habe den Wagen damit hochgehoben. Einwandfrei. Der wartet auf Einbau. Ja. Wird. Auf jeden Fall fährt das Auto nächste Woche wieder. Okay. Eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.